zum. Zum Lager? Nee. Muss ich ja dann noch irgendwas machen? Also muss ich noch irgendwas machen? Mann, wie geht's denn da draußen? Ich bin sicher, dass Sie sich bei Skinner schön einschleimen werden. Es läuft gut, es könnte besser laufen. Wissen Sie, es könnte besser laufen. Das ist aber schade. Wo liegt das Problem? Keine dieser Spuren macht Sinn. Keine dieser Spuren ergibt irgendeinen Sinn. Sowas braucht Zeit. Wir haben aber keine. Ich verstehe schon. Hey, hören Sie. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie mir Bescheid, okay? Danke, Mann. Was ist mit dem Laptop? Der gehört Scully. Er ist passwortgeschützt. Soll ich die Abteilung Computerverbrechen fragen, was die tun können? Nein, das mache ich. Nein, ich mache das schon. Oh, okay, gut. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Bob. Und jetzt hoffe ich doch, dass ich da hin kann. Kann ich gleich über den PDA? Ne, hier ist ausgegraut. Okay. Okay, dann muss ich wohl so. Ah, okay. Kann ich natürlich nichts erkennen, ne? Ist er näher ran? Ne, ich guck mal, was passiert. Da mal erkennt das Nummernschild aber nicht. Ach nee, das ist der gleiche Wagen, der uns verfolgt hat. Die Regierung. Irgendwas haben die da rausgeholt. Das war's, hä? So, das war's. So, jetzt kann ich pennen gehen. Ja, ist schon dunkel, ne? Oh, endlich.
einen Tag geschafft, oder? Gefühlt 3 Stunden gespielt. Okay, und es geht ab zur Arbeit. Oh Gott, da liegt ja einer. Sie zufällig die Nummer von diesem Bus rausgekriegt? Alles klar? Ja. Ich werde es schon überleben. Unglücklicherweise. Jedenfalls, falls bis Shanks mich zu fassen kriegt. Wir sollten mal nachsehen, ob irgendwas fehlt. Tasse ist noch da, Foto ist noch da, Maus ist noch da, alles da. Da war nichts drin, ne? Okay. Na sowas. Der Laptop ist weg. Scullys Laptop ist nicht mehr da. Das ist Ihr Telefon. Ja, ich komm. Ist der Agent Wilmore? Ja. Agent Wilmore, hier ist Agent Pendrell vom FBI-Labor in Washington. Ich habe eine vorläufige Analyse der Blutprobe von Ihrem Büro fertiggestellt. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre es das Blut von Agent Scully. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Obwohl ich noch die Gegenprobe machen muss, bin ich mir sicher, dass er das ist, Scullys Blut ist. Also wissen wir zumindest, dass sie verletzt ist. War viel Blut am Tatort? Ja, leider eine ganze Menge. Na, hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Ja, okay. Danke für den Anruf. Gern geschehen. Ich rufe Sie wieder an, falls sich was ändert. Gut, vielen Dank nochmal. Oh, Agent Wilmore? Ja? Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? In Ordnung. Danke. Noch mehr gute Nachrichten. Dieser Fischer, den Sie gestern verhört haben, der ist erschossen worden. Wieso weiß er was vom Fischer? Ich habe doch nie mit Ihnen über den Fischer gesprochen. Wieso? Der Fischer? Woher weißt du von Wong? Ja. Woher wussten Sie das mit Wong? Was? Woher wussten Sie von meinem Besuch bei Wong? Sie haben es mir gesagt. Ich wurde niedergeschlagen, wissen Sie nicht mehr? Also? Was ist Ihnen passiert? Ich kam früher hierher, um Ihre Arbeit aufzuholen. Und da hat mich jemand angegriffen. Warum klaut man eigentlich nur Scullys Laptop? Kein Schimmer. Shanks wird sicher furchtbar wütend sein. Ganz zu schweigen von Skinner. Na, viel Grund zum Lachen hat er ja wohl auch nicht. Erst verschwinden die beiden, dann verlieren wir die vertraulichen Aufzeichnungen seiner besten Agentin. Ich weiß nicht, womit sie es zu tun haben, aber jemand ist offenbar mutig genug, in eine Dienststelle des FBI einzubrechen und Beweise zu klauen. Konnten Sie den Angreifer sehen? Nein. Wer immer das war, muss sehr leise gewesen sein.
Ich hatte Ihnen nichts von Wong erzählt. Oh, tja, dann hat Skinner es wohl erwähnt. Gute Frage, also. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nichts erwähnt hatte. Ich hatte mit Skinner darüber gesprochen, ja, aber nicht mit ihm. So, ist der Schenk schon da? Nee, ist nicht da. Tja, was liegt denn an? Kann man hier sehen, ob man neue E-Mails hat? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann würde ich trotzdem sagen, mal ins Polizeilabor zu fahren, um zu fragen, ob sie da die irgendwelche Ergebnisse haben. Halte ich für eine gute Idee. Ach Quatsch, Außenstelle sind wir doch schon. Geht raus und wieder rein. So ein Quatsch. Da liest der Comics. Ich glaub's ja nicht. So werden die Steuergelder verschwendet. Hey, sagt Ihnen vielleicht der Begriff Mittagspause irgendetwas? Na, Sie haben ja eine Laune. Was wollen Sie? Was von Gloria gehört? Nein, sie ist immer noch bei ihrer Mutter. Hey, wann bekomme ich endlich diesen Dollar? Wussten Sie, dass ich in Cleveland aufgewachsen bin? Nein, in Cleveland, wirklich? Ja. Und als Junge habe ich es immer als die Hölle angesehen. Haben Sie eine Vorstellung, wie kalt es in Cleveland ist? Kalt? Ich würde sagen, es ist heute sehr kalt in Cleveland. Aber nicht so kalt, dass es zufriert. Hier von wegen, bevor die Helle zufriert, kriegst du den Dollar nicht, oder? Arbeiten Sie an etwas Gutem? Ne? Ja, genau gesagt an einem Kunstraub. Sehr cooles Zeug, aber geheim natürlich. Ach, also gehört der Comic mit zur Untersuchung. Gute Sache. Ja, dann, hier ist auch nichts verdient. Ja, dann wird es wahrscheinlich mit Wong sein, ne? Wahrscheinlich wird er da am Lagerhaus stehen. Oder nicht stehen, liegen. Wenn er, oh doch, tatsächlich, siehst du? Entschuldigung, das ist der Tatort eines Verbrechens. Keine Zivilisten. Aber ich bin doch beruflich hier unterwegs. Bitte sehr, der Herr. Gut, kommen Sie rein. Na, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich weiß zwar nicht, was du getan hast, aber du hast dir gerade die Beteiligung der Bundesregierung gesichert, du Glücklicher. Du Glücklicher. Na, sieh einmal an. Noch jemand, der raucht. Zufällig die gleiche Marke. Morley. Okay. Hat er aber noch nichts zu sagen. Was hat er denn hier? Moment. Sind das Spielsteine oder?